Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich für dich zwei Mystery-Boxen von Owen's Eye. Das sind einmal diese beiden Schätzeleins. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir hineinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken. Lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Owen's Eye ist eine Marke, die kommt aus Schweden. Ist so eine Indie-Brand und hier haben wir wirklich wundervolle Produkte, die wir finden. Von einer richtig krassen Qualität. Es gab vom 9. bis zum 12. April, das habe ich mir hier mal gescreenshottet, die Möglichkeit, so ein Mystery-Gedönsen zu kaufen, hatte ich euch auf Instagram geteilt. Falls du es verpasst haben solltest, ich heiße da Claudis Welt unterstrich. Folgt mir gerne, falls du sowas nicht verpassen möchtest. Und ja, Owen's Eye hatte richtig, richtig tolle Sachen und ich hoffe, dass wir hier auch coole Produkte in den Boxen drin haben. Zwei Boxen gab es. Einmal eine, die 45 Dollar gekostet hat mit 90 Dollar Wert und eine, die 75 Dollar gekostet hat für 170 Dollar Wert. Ich habe beide gekauft und die Preise dort auf, im Onlineshop sind in Dollar. Die Produkte sind aber aus Schweden, also EU. Das heißt, Zoll müsst ihr eigentlich nicht bezahlen. Ich habe keinen Zoll zahlen müssen, musste ich noch nie bislang. Ne? Und die haben auch immer mal wieder so Mystery Boxen und ja, da schlage ich super gerne zu und habe da auch schon das ein oder andere Schätzchen gefunden. Ich weiß jetzt nicht, ich denke, dass das hier die leichtere Box ist und dementsprechend die Small-Variante für 45 Dollar. Und es ist schon hübsch, ne, wenn man die so aufmacht. Es ist schon eine schöne Box, Leute. Ne? Dann hat man das Ganze hier in Luftpolsterfolie drin. Dann steht hier so einiges mit dabei. We hope that what you see will bring you joy and happiness, bla 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 bla. Alles ist wundervoll. Und das war ja auch so zu Ostern, ne? Und ich finde diese Verpackung halt sehr, sehr hübsch. Und da, ja, das auch genau so ankam, werde ich das dann auch wahrscheinlich als Geschenkkarton so verwenden oder als Verlosungskarton oder so. Mal schauen. Auf jeden Fall starten wir jetzt endlich mal. Mensch, das ist hier noch zugeklebt, Sammy. Frauchen ist ganz aufgeregt. Oh. Mal gucken, ob die da halt auch irgendwas drin haben, so von diesen ganz neuen Duochrome-Monos oder so oder, keine Ahnung, irgendwelche neuen Paletten oder so. Fände ich wirklich total interessant. Ich fange jetzt hier mit dem ersten an von Alva Owen's Eye. Ein Matt Lip Stain in der Farbe M204 Sweet Peach habe ich hier einmal drin. Das ist dieser hier. Ich werde die Produkte jetzt nicht explizit auspacken, swatchen oder sonst irgendwas, weil ich gar nicht weiß, was drin ist. Und letztes Mal habe ich das nämlich angefangen und dann habe ich mir nachher gedacht, ach, da hätte ich eigentlich eher die andere Farbe lieber behalten, hatte die andere aber schon geswatcht und das ist dann blöd. Ich habe die Ripe Papaya M203 nämlich letztes Mal behalten. Ich habe mir ein paar Produkte hier nämlich an der Seite hingelegt, ne, dass ich das nämlich weiß. Und ja, die Marke ist, glaube ich, komplett cruelty-free. Also jedenfalls hier steht cruelty-free drauf. Ich weiß nicht, ob die vegan sind. Da muss ich wirklich passen, aber cruelty-free auf jeden Fall. So, wir schauen erstmal, was drin ist. Claudi, klarkommen. Ja, wir haben hier Monos drin. Ich bin kein Fan von Mono-Lidschatten, Leute. Aber das, was sie da auf der Homepage haben, sieht einfach so aufregend aus. Jewel Shine Eyeshadow. Ich brauche definitiv irgendwie eine Leerpalette für sowas. Ich habe sowas ja nicht. Ne? Und ich bin auch kein Mono-Lidschatten-Fan, aber das sind einfach überragende Qualitätsprodukte. Kevin ist hier die Farbbezeichnung. Ist das wirklich Kevin? Tatsächlich, denn das andere heißt Noah. Ich habe Kevin. Okay, das werde ich nämlich behalten. Deswegen werde ich das hier auch zeigen und auspacken. Ich habe ernsthaft überlegt, mir auch da mehrere noch zu holen. Und vielleicht überzeugt mich ja die Qualität so mega, dass ich sage, Mensch, komm, holst du dir da eine komplette Palette, weil die sind so sackteuer. Aber na, ich habe jetzt ja schon mal Kevin hier. Und Kevin ist so ein grüner Ton. Und ich glaube, mit Kevin alleine kann ich schon einiges machen. Ich habe ja letztens erst euch auch, als ich auf dem Mädelsabend war, ne, habe ich ja auch so einen Mono-Look einfach mit einem Duochrome gemacht, aus der Denisa Myricks-Look-Palette. Und fand das schon aufregend. Kannst du hiermit auch mit Kevin. Na Kevin, was soll das denn? Zack. Okay. Der ist einfach. Okay, komm, wir fassen ihn an. Wir fassen Kevin an. Okay, okay. Boah, ist das eine schöne Farbe. Das ist ja ein Froschgrün. Alter Schwede, ist das geil. Oh, leck mich fett, Entschuldigung. Ist das geil.
ist das geil, Sammy, sag. Oh, nö, Fräuchen hat hier nass auf der Hand. Oh, Lecco mio. Ja, den finde ich geil. Also, Kevin hat's drauf. Jetzt gucken wir mal, was der andere so drauf hat. Den haben wir jetzt hier. Der hieß ja Noah, ne? Genau. Noah ist scheinbar auch so ein Grünton, aber ein bisschen dunkler. Mal gucken, ob Noah Frauchen auch so überzeugen kann, Sammy. Was meinst du? Hm? Boah, ich raste aus, ey. Das ist echt krass. Das ist echt krass. Oh Mann. Aber gut, wenn ich jetzt schon vielleicht in beiden Boxen die in den einen oder anderen davon drin habe, dann muss ich vielleicht nicht ganz so viele kaufen, um mir so eine komplette Palette zusammenzustellen. Ja, der ist auch scharf, ne? Ja, Noah ist schon ein scharfer. Klack. Oh. Das fühlt sich auch cremig an, Leute. Das, ja, ne? Das sind auch Töne, da hat jemand sich hingesetzt und Gedanken gemacht, die zusammenpassen. Ich weiß nicht, ob alle auch diese Töne haben. Ich muss mal gucken, ob jemand aus meiner Trashy-Gruppe oder so vielleicht auch sich dieses Bundle bestellt hat, diese Boxen. Also da finde ich Kevin tatsächlich genialer. Aber man kann die auch kombiniert verwenden, ne? Wie geil ist das bitte? Oh, Baby, ist das schöne Sache. Schöne Sache. Ja, ja, wenn Beauty-Influencer ins Schwärmen geraten über irgendwelche Farben, Konsistenzen oder sonst irgendwas, ne? Denken sich manche Leute, die haben echt ein Rad ab, aber ja, habe ich auch. Aber mega schöne Töne, boah. Hm, feiere ich schon mal. Okay, dann habe ich hier noch mit drin aus der Alba-Reihe Kiss of a Fairy Lipsticke. Cream Lipstick S101 Tulipa Kiss. Ich blende euch ja auch die Farben irgendwie mal mit ein, ne? Ich muss gleich mal wirklich schauen, was ich dann davon behalte. Aber so ein Cream Lipstick kann ich mir wirklich vorstellen, auch zu behalten. Da hätte ich auch tatsächlich echt Bock drauf. Lege ich mir mal aber auch zur Seite. Dann habe ich hier noch, was ist das? Solmane Gel Liner. Ja, das wird nicht bei mir bleiben. Ich bin jetzt nicht so der Fan von solchen Gel Linern. Das sind ja so herausdrehbare Eyeliner oder Kajalstifte, ne? Ist nicht ganz so meine Welt. Und das scheint auch so ein hellblau zu sein. 010 ist die Farbe oder ein Weiß, das, ne, muss ich mal gucken, aber wäre so oder so nicht ganz so meine Welt. Da habe ich leider noch einen von und das ist dann die 006. Das scheint dann so ein ganz helles, pastelliges Grün zu sein. Bin ich jetzt, ne? Also es würde, beide Farben würden hier auch super zu passen. Also da, die Box an sich ist in sich stimmig, ne? Und dann habe ich hier noch die Alva 2 Palette. Die habe ich nicht. Ich habe die Alva Palette. Das heißt, die Alva 2 Palette wird dann auch bei mir bleiben. Die kann ich dann jetzt auch mal auspacken. Ich habe die Alva und die Hela Palette nämlich hier. Uah! Und die Hela Palette, das ist ja so eine geile Influencer-Kollaboration gewesen. So richtig cool. Aber auch diese Alva. Ich meine, schaut euch nur mal diese Verpackung an. Schaut euch diese Lidschattenpalette von außen an. Das ist, glaube ich, auch so ein bisschen alles immer angelehnt an die nordischen Gottheiten und so. Das fühlt sich halt auch ganz besonders an. Das ist echt schön. Schön, 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 schön. Ja, Und da geht mir natürlich auch das Herz auf, wenn ich die Farben sehe, ne? Natürlich feiere ich jetzt nicht die ultimative Party, wenn ich mir diesen Ton und diesen Ton angucke, was halt sehr gepresste, grobe Glitzertöne sind. Trotzdem kann man sich die mal im Swatch anschauen. Da würde ich, aber trotzdem auf jeden Fall empfehlen, ein Glitterglue zu verwenden. Und natürlich muss ich ja auch diesen krassen Grünton swatchen. Und diesen Blauton. Komm, einen nehme ich aber noch. Jetzt nehme ich auch noch einen Orange-Bonbon-Ton. Ja, das sind schon Töne, ne? Das kannst du nicht anders sagen. Das ist schon eine feine Kiste hier. Der war jetzt, also der Orangene, da bin ich wohl ein bisschen zu sehr reingegangen. Der ist voll neonmäßig. Oha. Oha, was ist das denn? Dieser hellblaue Schimmerton ist ja auch wahnsinnig krass. Ist wie Seide irgendwie. Und dieser hellgrüne Ton ist sehr cremig. Ist auch so texturenmäßig, gehe ich gerade so ab. Ich kann es euch nicht anders sagen. Ja, und dieser gepresste Glitzer, da ist zwar auch so ein Gelgedünsten mit drin, ist aber nicht ganz so meine Welt, ne? Ja, boah.
Leute, 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 Leute. Leute, Leute, von heute. Von heute, Sammy. Ja, Freundchen hat jetzt ganz bunte Finger. Ja, krass. Darüber freut man sich doch, ne? Genau, und für die Box hätte ich jetzt wahrscheinlich $45 ausgegeben. Und jetzt möchte ich mir die andere angucken. Das kommt jetzt hier zur Seite. Ich habe jetzt aber echt schmutzige Finger. Egal. Das wäre dann die $90? Nein, $75 war das, glaube ich. Was habe ich denn erzählt? Ich höre mir selber gar nicht mehr zu, Leute. Leute, $75 habe ich dafür scheinbar bezahlt. Ach, das ist sehr hübsch von innen. So blau, ne? Oh Gott, ich sehe hier, dass wir auch Monos drin haben. Maha! Maha! Wahnsinn! Na! Es ist halt echt interessant eingepackt. So. Loslassen! Als erstes habe ich hier einen Lippenstift, Lippenprodukt, ah, ist eine andere Farbe. Alva Matte Lipstain in der Farbe M206 Perfect Plum. Das ist diese Farbe, die natürlich jetzt ultimativ, aber heftigst zu meinem Oberteil passen würde. Deswegen behalte ich den. Der wird weiter wandern. Habe ich mich entschieden. Trage ich den jetzt mal auf. Ich bin jetzt nicht so der ultimativ Matt-Fan, aber können wir mal ausprobieren. Was ein anhängliches Moped. Kennt ihr das, wenn ihr so Plastiksachen aufmacht und dann ist es elektrisch aufgeladen und dann hängt das irgendwie elektrisch aufgeladen an deiner Hand? So. Gott, ich bin viel zu aufgeregt. Dieses Unboxing wird, glaube ich, ziemlich durch den Wind sein, ne? Wir schaffen das, Leute. Wir schaffen das. Dunkler als erwartet. Ein bisschen übergemalt, ne? Das hatte ich nicht ganz so sauber hingekriegt hier. Sieht ein bisschen aus, als hätte ich gerade was versucht und nicht hinbekommen. Ja, da brauchst du einen Lip Liner, ne? Oh. Ja, auch mit Korrekturversuch Nummer 537 sieht das nicht besser aus. Ist ein bisschen schief geworden. Ja. Ich hoffe, der trocknet nicht so an, wie ich jetzt gerade befürchte. Ich hoffe, dass es funktioniert. Aber es ist halt so ein richtig klassischer, matter Liquid Lipstick, der eher cremig als wässrig ist, muss ich wirklich sagen. Müssen wir mal gucken. Bin ich noch nicht so ganz Fan von. Und das, ich habe es einfach mit der Form nicht so ganz hingekriegt. Ne? Definitiv mit einem Lip Liner und nicht mit dieser Nervosität, die ich gerade habe. Komm, wir gehen jetzt wirklich zuallererst zu diesen Monoviechern. Ich hätte nicht gedacht, dass ich da so drauf abfahre, Leute. Wer mich schon länger verfolgt, weiß, dass ich überhaupt kein Fan von Monolidschatten bin. Ne? Jeder hätte gedacht, wenn Claudi so ein Ding da rauszieht, dann sagt die safe, das geht in den Monolidschatten-Adventskalender. Aber ich habe das schon länger online gesehen und mir gedacht, oi, oi, oi. Wenn die mal irgendwann ihren Weg zu mir finden, führt da kein Weg dran vorbei, dann muss ich die verwenden. Ne? Ja, ich starte mit Olivia. Oder Olivia. Und Olivia ist so ein etwas helleres Tönchen. Ein Peach-Tönchen. Diese Verpackungen sind wirklich sehr krass. Ich krieg sie nicht so gut auf. Hier. So. Olivia. Olivia, die fühlt sich auch so schön weich an. Mensch, Olivia, ne? Ich swatche hier hin. Ja, Olivia ist aber nicht so fancy-pancy wie Kevin. Kevin war schon der Wahnsinn überhaupt, weil Olivia ist so vom Unterton irgendwie gelb und hat so rosa Schimmer drauf, was per se ja eigentlich ganz schön ist, ne? Aber da ist Kevin auf jeden Fall spektakulärer unterwegs. Nun, aber Olivia wird auf jeden Fall mit aufgenommen in die Sammlung und ich werde definitiv auffüllen, dass ich da eine komplette Palette habe, ansonsten weint mein innerer Monk. Und dann habe ich hier Luke. Und Luke ist ein sehr, sehr dunkler Ton, der jetzt nicht unbedingt eigentlich so in mein Beuteschema passen würde. Aber wenn Luke hier ist, wird Luke auf jeden Fall ausgetestet. Ich habe die ganze Zeit einen Blick auf die Uhr, weil ich habe in einer Viertelstunde Sport. Die Lippen muss ich, glaube ich, vorher ein bisschen chilliger machen, ne? Ja, ja. Mhm. Okay, so, Luke. Zeig, was du drauf hast. Oh mein Gott, ich sehe hier eine Palette. Ah! Ich raste gleich aus. Ihr macht euch keine Vorstellung. Oh mein Gott. Okay, Luke. Aua.
Aua, komm schon. Oh, Mensch, Luke, das ist so ein ganz dunkler Grauton mit einem lila Schimmer drin irgendwie. Super aufregend. Super aufregend, ne, Sammy? Wo kommt der denn jetzt hin? Den machen wir hier hin. Oh, das ist aber auch bräunlich unterwegs, ne? Wie so diese klassischen Duochromes, die wir von damals so kennen. Also die ersten, die so rausgekommen sind. War das nicht von MAC damals so ein Ton, wo alle so drauf steil gegangen sind? Ich glaube schon. Wobei der hier, der hat nicht so diesen extremen Grünschiff. Der ist so witzig. Der ist von der Basis her braun und hat dann sowas Rosanes, würde ich, rosa-lila drin. Also der wird halt auch voll zu meinem Oberteil passen, ne? Okay. Vier Töne habe ich. Den Rest muss ich mir noch zulegen. Dann habe ich hier, Made in China Owens Eye. Das ist jetzt so ein kleines Ding. Mal gucken, was das ist. Letztes Mal hatten wir nämlich auch in solchen Mystery Boxen Tools quasi mit drin. Da hatte ich einen Spiegel auch am Start. Aber so einen kleinen Spiegel haben wir ja hier wahrscheinlich nicht drin, oder? Mal gucken. Mal gucken, mal gucken. Erstmal dieses Ding aufkriegen, weil das ist wirklich sehr produktsparend zusammengeschweißt. Oh, ich bin so nervös, weil ich schon wieder diese Palette dann hier sehe und mir denke, oh mein Gott, Claudi, du hast, glaube ich, echt alles richtig gemacht. Manchmal kommt es dann auch irgendwie, ne? Oh, das ist verrückt. Okay, also. What happy? Nee, das ist ein Mono, Leute. Nee, doch nicht. Ach nee. Okay, ja, so ein Mono-Halter. Da kannst du den Mono reinpacken. Ja, nee. Ja, nee. Ja, nee. Das ist ja verrückt. Genau, ja, weil die kommen ja auch einzeln nur in diesen Umverpackungen drin. Nein, das finde ich dann auch irgendwie fricklig. Dann komme ich hier zu einem Produkt, was wahrscheinlich ein Base-Produkt ist. Nantes Mesmerizer Spring of Life. Oha, das ist wahrscheinlich so eine Art Highlighter, oder? Müssen wir mal gucken. Ich hatte mal von Owens Eye einen Highlighter, den ich aber zu holographisch fand. Das war leider nicht meins. Den hatte ich dann, ich glaube, in Trashy weitergegeben. Und, ist das hübsch, ne? Also das haben die wirklich drauf. Diese nordische Mythologie fahre ich ja tierisch drauf ab. Voll cool, ja. Das ist wirklich etwas, das werde ich verlosen, ne? Das wird weiter wandern, das wird nicht bei mir bleiben, weil sowas verwende ich nicht als Highlighter. Das ist mir zu intensiv. Das werde ich jetzt auch nicht swatchen. Ist wie es ist. Dann mal irgendwann weiter wandern. So. Oh Gott. Komm. Erst gucken wir uns mal hier diese Palette an. Das ist die... Oh Gott. Da ist sogar noch ein Pinsel mit dabei. Die Solmane Eyeshadow Palette. Das ist so cool. So cool, Leute. Wirklich. Oh Gott, ich habe dann gleich einfach so komplett mal das Sortiment von Odin's Eye hier als Lidschattenpaletten. Das ist halt das, wo ich am meisten drauf abfahre. Weil Lady Solmane 2 ist das sogar übrigens. Das hatte Odin's Eye halt am allermeisten drauf, ne? Oi, 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 oi. Ja. Das ist halt eher so eine Nachtpalette. Oh, schaut sie euch an. Ne? Ich meine, den Orangeton, der wurde jetzt von der anderen Palette auf jeden Fall übertroffen. Aber hier sind auch so schöne Sachen drin. Okay, ich muss jetzt also mit dieser Seite für die andere Seite swatchen, weil diese Hand ist leider voll. Ich nehme jetzt hier einfach mal so ein paar Farben. Die gucken wir uns dann mal an. Boah, auch diese matten Töne fassen sich so intensiv an. Wie kann sich ein Ton intensiv anfassen? Ja, es ist verrückt, aber komm, ne, nimm jetzt dieses Mitternachtsblau auch noch mit dabei. Ich meine, das ist intensiv. Also wenn ihr wirklich Bock habt auf krasse Texturen und aufregende Lidschatten, dann sind sowieso solche, ja, Indie-Brands immer ganz spektakulär und da kann ich euch Odin's Eye halt wirklich ans Herz legen. Die habe ich auch kennengelernt erst durch Trashy. Also ohne meine Kollegin hätte ich die gar nicht so auf dem Schirm gehabt. Und da musst du bei den Matten echt aufpassen, weil die sehr stark pigmentiert sind und dementsprechend halt auch, ja, du hast sehr viel Produkt dran, ne? Das ist etwas krümeliger. Aber das ist so Hammer. Hammer? Einfach Hammer? Genau, ich puste hier alles durch die Gegend.
Ich muss jetzt leider auch mal so ein Tuch nehmen. Leck mich fett. Leck mich fett. Ich komme nicht klar. Okay, also machen wir die Finger hier mal ein bisschen sauber. Weil ich habe hier gleich noch eine andere Lidschattenpalette. Oh. Okay, also schon mal eine 2 läuft bei ihr. Dann ist hier auch noch ein Pinsel mit dabei. Ich mag Pinsel. Pinsel sind toll. Das ist so ein Lidschattenauftragepinsel, ne? Einfach so ein etwas längerer Smudger. Das ist toll. Vielen Dank. Dann habe ich hier noch ein Lippi am Start. Das ist Alva in der Farbe 201 Red Cherry. Der wird auf jeden Fall weiter wandern, weil so einen klassisch roten Lippenstift, da habe ich ja schon einige von, ne? Da, ja, der wandert weiter. Aber das ist nicht schlimm. Das ist einfach nicht schlimm. Ja, und dieser Tulipa Kiss, da muss ich mir nochmal angucken, wie genau der aussieht, weil hier sieht der halt auch so dunkel aus. Ich habe hier jetzt ja schon einen sehr dunklen. Ich bin da halt, ja, eigentlich mir stehen so dunkle Sachen jetzt nicht unbedingt, weil das dann halt sehr schnell sehr krank aussieht. Aber Leute, die ziehen wir uns jetzt auch nochmal rein. Was ist das denn? Soymane 2 Gel Liner? Ach, ich dachte, das wäre die Weihnachtspalette. Das sah auf den ersten Blick so aus, aber nein. Na, mal gucken, was wir hier finden. Wenn es wirklich nur die Geliner sind, dann ist das natürlich die Geliner Collection. Dann wird die weiter wandern. Ja. Och, Mann. Ich hatte gerade echt... Oh, Mann. Herzrasen und so, ne? Hm. Ja, das sind die Geliner. Ja. Einmal komplett. Was natürlich cool ist, wenn man auf diese Geliner steht. Du hast hier einfach den kompletten Regenbogen. Oh. Oh, nein. Jetzt habe ich... Ich bin übermütig geworden. Ich bin schon wieder übermütig geworden. Also, das macht man gerne, ne? Kann man nicht anders sagen. Das sieht schon hübsch aus. Ja, mein Monk hat es auch geschafft, den wieder richtig einzusortieren. An und für sich eine schöne Geschichte, das komplette Sortiment hier drin zu haben. Aber ich trage sowas halt leider nicht. Ich mag super gerne die Nabla Liner. Aber ich glaube, das hier wäre jetzt nicht unbedingt etwas, wonach ich greifen würde. Egal. Ich hätte jetzt wirklich... Nein. Die Boxen sind toll. Ich hatte gerade einfach nur im ersten Moment, als ich die hier so ausgepackt habe, gedacht, ich hätte die Weihnachtspalette hier am Start gehabt. Hätte ich wirklich eine kleine Party hier für mich gefeiert. Aber der Inhalt so oder so ist wirklich geil. Die beiden Lidschattenpaletten, traumhaft. Diese Duochrome, Triochrome, Tralafitti, mega geilen Töne. Hammermäßig schön. Der Lipstick ist super schön matt und trocken getrocknet. Also da ist jetzt nichts irgendwie bröckelig oder so. Ich habe überhaupt nicht das Gefühl, was man sonst bei Liquid Lipstick hat, ne? Dass das irgendwie runterbröckelt oder so. Obwohl ich 2 Schichten aufgetragen habe. Ja, was ich wahrscheinlich aber auch nicht gebraucht hätte, weil der ja so schon recht deckend ist, ne? Geile Boxen. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, was ihr in euren Boxen drin hattet. Ansonsten werde ich auch noch bei meinen Kolleginnen vorbeischauen. Ich bin happy mit den Produkten, die bei mir bleiben werden und es hat sich definitiv gelohnt. Und das nächste Mal, wenn die halt so ultimativ krass geile Paletten wie diese Weihnachtspaletten rausbringen, schlage ich zu. So nämlich. Ja, aber ansonsten zieht euch das rein. Ich liebe Farben, ich liebe es bunt, ich liebe sowas, ne? Ja, ne? Das war's. Ja, folgt mir auf Instagram, falls ihr nicht verpassen wollt, falls es mal wieder so eine Box gibt. Denn wenn ich das irgendwie mitbekomme, kommt das bei mir in die Story. Und wenn es dir hier gefallen hat, lass mir super gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Unboxings der Boxen. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich super gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!